Mein Name ist Sabine Bohlmann, ich komme aus München, ich habe zwei Kinder, ich bin von Beruf Schauspielerin, Synchronsprecherin und Kinderbuchautorin. Willow ist 10 Jahre alt und hat ganz rote Haare, das haben wir übrigens gemeinsam, wobei bei ihr sind sie echt, bei mir sind sie leider nicht so echt. Und Willow hat von ihrer Tante Alvina, die verstorben ist, einen Wald geerbt und die Hexenkraft von Alvina. Wir befragen dich gleich weiter zu Willow, aber unsere Hörer sollten wissen, dass sie dich vielleicht schon einmal gehört haben. Könntest du uns verraten, wo? Ja, ich bin seit 35 Jahren die deutsche Stimme bei den Simpsons von Lisa Simpson, unter anderem. Könntest du uns vielleicht mehrere Kostproben geben? Wie klingt denn zum Beispiel Lisa von den Simpsons oder Tinkerbell? Also die Lisa, die klingt ungefähr so. Mein Name ist Lisa Simpson und ich komme aus Springfield. Und Tinkerbell? Oh, Tinkerbell, da habe ich ja die Rosetta gesprochen und die hat eigentlich immer eher so gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Synchronisierst du immer noch oder hast du dich jetzt mehr aufs Schreiben konzentriert? Ich konzentriere mich gerade mehr aufs Schreiben, weil ich einfach so viele Bücher jetzt schreiben darf und alles zusammen natürlich nicht mehr so möglich ist. Aber ich spreche natürlich noch die Rollen weiter, die ich schon angefangen habe, wie die Simpsons und solche Sachen. Okay. Was erleben Willow in ihrem neuen Buch? Kannst du uns was verraten? Willow hat auf einmal wahnsinnig Sehnsucht danach, ihre Mutter noch einmal zu sehen, die gestorben ist vor vielen, vielen Jahren. Und sie lernt eine quasi Hexe kennen, eine Erwachsene, die Lumielle, und freundet sich mit ihr an. Und die ist nämlich Zaunspringerin und sagt zu ihr, dass sie eventuell es möglich machen kann, dass sie ihre verstorbene Mutter noch einmal sieht. Wann ist dir Willow zum ersten Mal im Kopf begegnet, sodass du gesagt hast, dass du zuerst ein Buch und danach viele Bände schreibst? Ich bin mit meiner Tochter, die war damals so 10 Jahre alt, durch den Wald gegangen und wir haben öfter mal einfach so Geschichten erfunden oder sie hat gesagt, Mama, erzähl mir was. Oder dann haben wir einfach angefangen, okay, Wald, im Wald irgendwas zu machen mit der Natur, mit einer kleinen Hexe, die dort lebt. Und zuerst hieß dieses Mädchen, was wir erfunden haben, was ich für sie erfunden habe, Lucy. Und dann habe ich da immer so weitergedacht und irgendwann habe ich mir noch mehr dazu ausgedacht und dann hat Lucy irgendwann nicht mehr gepasst und dann habe ich sie irgendwann Willow genannt und ja, so kam sie nach und nach in meinen Kopf und aufs Papier. Hat der Name Willow denn eine Bedeutung? Willow heißt Weide und ich fand, das passt ganz gut, weil erstens finde ich es einen wunderschönen Namen, zweitens ist sie ja Irin, also ihr Vater ist ja Ire und es ist eben dann was Englisches, was passt und außerdem eine Weide kommt ja auch in einem Wald vor und deswegen dachte ich, das ist der perfekte Name für sie. Wie alt ist Willow? 10 Jahre alt. Okay. Einen eigenen Wald zu haben wie Willow finde ich ziemlich cool. Würdest du auch gerne in einem Wald wohnen wie Willow? Also ich gehe wahnsinnig gern in den Wald und ich mache ganz viel Waldspaziergänge, weil ich schon finde, dass er einem total Kraft gibt und Energie. Aber jetzt so ganz alleine in einem Wald zu wohnen, das würde ich mich vielleicht gar nicht so trauen. Ja, ist ziemlich gruselig. Manchmal schon, ja. Was für magische Fähigkeiten hat Willow und ihre Freundinnen? Also sie können hexen, wenn sie zusammen sind, haben sie mehr Kraft als alleine. Und jeder hat natürlich die Kraft noch von seinem Element, weil jeder steht für ein Element, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und so hat Willow zum Beispiel mehr Kraft mit dem Feuer und Valentina mehr mit dem Wind. Sie kann den Wind eigentlich ein bisschen beherrschen und so ist es. In Willows Heimat soll ein Hexenkongress stattfinden. Was ist es denn, ein Hexenkongress? Im Grunde sind wir hier auch auf einem Kongress. Es ist halt ein Buchkongress, wo lauter Leute kommen, die mit Büchern was zu tun haben. Und auf einem Hexenkongress kommen eben lauter Leute, die sich irgendwie magisch fühlen oder die sich interessieren für Magie. Und die kommen zusammen und tauschen sich aus. Es gibt Stände, wo man Sachen kaufen kann, die mit Magie zu tun haben. Steine, Amulette oder Zauberstäbe. Und ja, im Grunde sind wir hier auch auf so einer Art Kongress gerade. Ah. Was ist denn der Konflikt zwischen Willow, ihren Freundinnen und dem Möchtegern-Hexen? Also Willow, also die Freundinnen, die gehen natürlich auf den Kongress und machen sich erstmal so ein bisschen über die eigentlich auch ein bisschen lustig, weil sie natürlich wissen eigentlich, dass sie die Hexenkraft haben und die anderen sind eben für sie eigentlich nur Möchtegern-Hexen. Sie stellen aber fest, dass diese ganzen Möchtegern-Hexen gar nicht jetzt Böses wollen. Sie sind ja eigentlich auch nette Leute eigentlich. Ja? Und sie machen auch nichts kaputt, sie achten den Wald und deswegen finden sie die dann gar nicht mehr so schlimm.
Würdest du denn auch gerne an einem Hexenkongress teilnehmen? Ja, also mich würde es total interessieren, wie es da so zugeht. Mich würde es interessieren, wie die Leute so drauf sind. Und mich würde es interessieren, ob vielleicht doch irgendwer dabei ist, der wirklich magische Fähigkeiten hat. Glaubst du an Magie und Hexen? Ich glaube an Magie auf jeden Fall. Ich glaube, dass Magie in ganz vielen Sachen drin steckt. Schon, also wenn man ein Kind bekommt, wenn es ganz klein ist, ist das eigentlich total magisch. Und man kann sich viele Dinge ja gar nicht so erklären. Oder wenn man manchmal Wünsche hat so in seinem Kopf und auf einmal gehen die wirklich in Erfüllung. Und deswegen glaube ich schon, dass eigentlich alles voll Magie steckt. Jetzt an richtige Hexen, so wie sie in so Büchern sind, glaube ich jetzt nicht so. Und wenn du so wie Willow zaubern könntest, was würdest du als erstes machen? Ich würde natürlich zuerst mal zaubern, dass alle Menschen viel netter zueinander wären und dass sie sich auf der Straße anlächeln würden, nicht immer so grimmig gucken würden. Und natürlich würde ich, wenn man das könnte, würde ich als allererstes mal Frieden auf der Welt. Das klingt ein bisschen abgedroschen, aber das ist einfach eins der wichtigsten Dinge. Das Buch spielt ja im Herbst. Hast du es auch zu dieser Jahreszeit geschrieben? Nein, ich habe es im Januar, Februar, also am Anfang des Jahres geschrieben. Was ist denn deine Lieblingsjahreszeit und warum? Ich mag alle Jahreszeiten gern, weil ich gerne mag, wenn sich die Dinge auch ändern und wenn man sich wieder darauf freuen kann, dass eine andere Jahreszeit kommt. Aber wenn ich jetzt wählen würde, wäre ich schon der Sommermensch. Und warum? Man muss nicht so viel anziehen. Man friert nicht die ganze Zeit. Man kann einfach am See sitzen. Es ist irgendwie, man kann so lange draußen sein. Ja. Ich habe das Gefühl, der Tag ist länger und das Leben ist im Sommer länger irgendwie. Ja, lange Abende. Ja, genau. Ja. Wenn du eine Figur für ein neues Buch oder eine Figur, die du sprechen willst, machen könntest, suchst du dir dann auch so Vorbilder aus dem Alltag raus? Wenn ich sie spreche? Eigentlich muss ich beim Sprechen, beim Synchronisieren nur die Figur anschauen, wie sie ist. Und ich höre ja dann auch, wie es Original ist und ich richte mich eigentlich nach dem Original. Weil man muss das auch, weil da ist ja schon die Arbeit gemacht worden und deswegen schaue ich, dass ich möglichst nah ans Original komme. Und wenn ich jetzt was freispreche, wie zum Beispiel ein Hörspiel, dann ist es eher so, dass ich mir das genau durchlese und ja schon auch an andere Menschen denke. Und, also zum Beispiel, wenn ich meine Hörbücher einspreche, gibt es manchmal Figuren und dann schreibe ich mir daneben einen Namen von der Nachbarin zum Beispiel. Und immer wenn diese Figur kommt, denke ich nur an die Nachbarin und dann weiß ich schon, dass die irgendwie anders spricht oder anders sich anfühlt. Ja. Und was war denn deine erste Reaktion, als du dein erstes Buch in der Buchhandlung hast liegen sehen? Also ich muss dazu sagen, das hat ganz lange gedauert, weil selbst als meine ersten Bücher rauskamen, haben es die noch nicht so in die Buchhandlungen geschafft. Und das ist dann für einen Autor auch ein bisschen frustrierend und traurig auch zum Teil, weil man geht in jede Buchhandlung, hier liegt es jetzt. Und dann geht man wieder raus und sagt, nee, hier liegt es doch nicht. Und als dann das erste Buch wirklich da lag, das weiß ich noch, das war Fräulein Luise, wie ich Fräulein Luise entführte. Und ich war mit meiner Tochter in einem Buchladen und ich habe zu ihr gesagt, da liegt es und das ist so toll. Ich werde das jetzt nehmen, ich werde ganz mutig sein, ich werde zu der Buchhändlerin gehen und sagen, ich habe das geschrieben. Und dann hat meine Tochter, das war der so peinlich, und dann hat sie sich hinter einem Regal versteckt und ich habe das Buch ganz mutig genommen und bin zu der Buchhändlerin gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, haben Sie das Buch schon gelesen? Und sie so, nö. Und ich so, ah ja. Und dann habe ich es wieder hingelegt und habe nichts gesagt und habe nur gehört, wie meine Tochter hinterm Regal totales Lachen angefangen hat. Und gesagt, Mama, du warst aber jetzt wirklich mutig. In deinen Büchern kann man ja immer wieder Gedichte entdecken. Kannst du auch eins auswendig? Ich kann ein Gedicht auswendig, aber keins von mir, komischerweise, weil ich immer so lange Gedichte schreibe. Aber ich kann keins auswendig. Aber das ist eine gute Idee, ich lerne mal eins. Das nächste Mal, wenn wir ein Interview machen, sage ich euch eins auf. Das ist ja mittlerweile schon der vierte Teil der Willow-Reihe. Sind noch weitere Bücher geplant? Ja, nächstes Jahr im Frühjahr schreibe ich den Band 5. Und wann kommt der dann raus? Wahrscheinlich auch wieder im September. Würdest du der Willow-Buchreihe auch einen Film geben? Ja, soll ich euch jetzt was verraten, was so ein bisschen geheim ist? Also Willow wird nächstes Jahr verfilmt. Und was gefällt dir an der Willow-Reihe am besten? Es ist natürlich so, wenn man Charaktere sich ausdenkt, dann hängt man total an denen, so als würde man sie kennen. Und es ist so schön, wenn es immer weitergeht, weil man immer weiß, man trifft wie so Freunde, die man wieder trifft und bei denen man wieder so kurz in so ein Leben einsteigt und dann wieder schaut, wie geht's denen jetzt gerade, was machen die jetzt weiter, und das ist das Schöne dran. Hast du einen Musikwunsch, den wir für dich im Radio spielen sollen?
vielleicht so ein Filmmusik. Spielt ihr auch Filmmusik? Ja. So Filmmusik von Harry Potter finde ich ganz toll. Und das würde vielleicht ein bisschen magisch sein und dazu passen. Okay. Du sprichst ja auch das Hörbuch zu den Büchern. Kann Willow selbst unseren Hörern kurz sagen, warum man ihre Geschichte nicht verpassen soll? Also, meine Geschichte sollte man nicht verpassen, weil es geht um Magie im Leben und es geht darum, den Wald zu schützen und die ganze Natur. Dein erster Berufswunsch als Kind war ja Prinzessin. Was ist jetzt dein Berufswunsch? Ich war neulich bei einer Clownsvorstellung und die fand ich so schön, dass ich gedacht habe, wenn ich groß bin, werde ich Clown. Kannst du denn unsere Hörer und Hörerinnen noch auf 92,4 grüßen mit deinem Buchtitel und deinem Namen? Ich grüße die Hörer der Südpol-Show 92,4. Hier ist Sabine Bohlmann und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr heute hört. Dankeschön. Sehr gerne. Das habt ihr super gemacht. Danke.